Perfekt. Ich habe dir Doggertys Akte geschickt. Doggerty, er ist ja nicht bei der Doggerty. Informationsbeschaffung, Büro 508. Was soll ich mit Doggerty machen? Bleib weg von ihm. Wir melden uns, sobald wir mehr über ihn wissen. Gut. So. Ich werde jetzt mal... nee, ich will... Kann ich nicht speichern? Da, speichern. Doggerty, ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Wir haben Spuren der Daten in verschlüsselten Strömen von Providerdiensten aus Holland, Bangkok und Kanada gefunden. Übereinstimmungen? Nein. Spul zurück und mach's lauter. Also das finde ich mal wirklich super sichere Einrichtung. Eine weltbeherrschende Supermacht hält. Spul zurück zu die sich. War das Kettenrasseln? Götz einer Nation, die sich selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Nein, klingt eher wie ein Stöhnen. Die selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Hörst du das? So, das ist der Raum von Doggerty. Und das ist er wahrscheinlich. Deshalb... Gib Gas, ich will da rein und ich will den Typen nicht verpassen. Weil... Falls ich den dann doch verfolgen muss, will ich wissen, wo der hingeht. Fuck. Gut gemacht, Fischer. Wie läuft's, Grimm? Bin dabei. Fuck, 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 fuck. Das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Gut gemacht, Fischer. Wie läuft's, Grimm? Bin dabei. Vom System her sieht es nach der Arbeit von Philip Massey aus. Wechsle den Server. Serve Kalina underscore VA. Das ist das Kalina-Tech-Gebäude. Da vorne ist er. Gut. Oh Mist, die haben mich entdeckt. Die fahren das... Wir melden uns. Fischer, du musst Doggerty für uns kidnappen. Was ist mit Grimms dort hier? Wir kümmern uns darum. Kümmer du dich um Doggerty. Warte, bis er Zigarettenpause macht. Das wird deinen Angriff erleichtern. Details auf dem Opset. Hinten komme ich nicht durch. Das bedeutet, dass wir drei Angriffspunkte haben. Zwei Transformatoren des örtlichen Stromversorgers und einen Notstromgenerator. Agent Marx hat den Einsatz von Benzinbomben empfohlen, aber ihre Sprengwirkung verbietet deren Anwendung. Eine Logikbombe, die 70 Stunden vorher im Archiv des Hospitals gezündet wurde, hat am 28. Oktober ca. um 10 Uhr alle Spuren der digitalen Angriffe verwischt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie die Angreifer Zugriff auf die Transformatoren erlangen konnten. Das sind die Sicherheitscodes des Krankenhauses. Die einzigen, die diese Codes haben, sind die Direktoren und wir. Wenn diese Codes aus CIA-Akten... Entschuldigung. Ja. Ja, ich erzähle gerade davon. Einen Moment bitte. Ihr könnt gerne eine Pause machen. Das wird eine Minute dauern. Okay, bin wieder da. Oh Mann, das ist hart, Don. Ja, wie das mit dem Zug. Ist sie okay? Sie ist okay. Ich hoffe, das ist er, weil sonst habe ich ihn verpasst. Sie hat wohl die Toten gesehen. Hey, Vorsicht mit deinem Kaffee. Jetzt hat meine Familie Angst. Meine Frau will die Kinder morgen nicht in die Schule schicken. Du hast Kaffee verschüttet. Ach, verdammt. Ich wollte anrufen. Ich muss los. Okay, ich gehe mir jetzt eine rauchen. Kommst du später mal vorbei? Nein, ich muss weg. Hey, du hast Kaffee verschüttet. Wer soll denn das jetzt sauber machen? Ich muss los, Mitch. Bleib locker. Okay, das ist Mitch. An den beiden vorbei. So, jetzt durch den Schatten.
ich habe momentan einfach die richtigen Ideen, weil das funktioniert gerade perfekt. Wikes wartet bereits auf dich. Bei ihm ist Spezialagent Baxter, ein Verhörexperte. Die beiden haben hinter dem Laden einen Laster geparkt. Da ist ein Typ. Was ist das? Fuck, fuck, fuck. Nee, neu laden. Was war? Tun Sie mir nicht. Das darf nicht wahr sein. Wikes war zu früh. Perfekt. Genau das wollte ich. Auf dich. Bei ihm ist Spezialagent Baxter, ein Verhörexperte. Die beiden haben hinter dem Laden einen Laster geparkt. So. Da hinten war etwas. So, dass ich hinter der Tür bleibe, damit er mich nicht sieht. Weil ich will warten, bis der vorbei ist. Dann schnell die Tür da. Was ist das? Okay, doch nicht. Dann werde ich mir erstmal seine Route angucken. Oder warte. Da hinten war etwas. Ja, das sieht der. Gut, Baxter, du bleibst liegen. Ich habe noch eine Haftkamera. Dann versuche ich das jetzt mal mit der Haftkamera. Ich würde mal sagen, das funktioniert Wunderbärchen. Das habe ich gerade zwar nicht gesagt, es tut mir leid, ich entschuldige mich vielmals dafür. Was gebe ich hier von mir? Okay, ich würde sagen, es ist entweder zu spät oder zu früh, wenn bei mir sowas los ist, aber in diesem Fall wäre es viel zu früh. Aber die Mission ist fast vorbei. Ich hoffe, ich krieg's noch unter der Stunde hin. Dann kann ich das schön, dann kann ich hier schön, ja, mal sagen wir mal 3 Parts draus machen. 20 Minuten passt vollkommen. Dann bin ich auch endlich bei der CIA durch und dann geht's wieder blind weiter. Und dann macht mir Smith das ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Laune jetzt. Das heißt, da werden regelmäßig jetzt die Parts doch noch kommen und das Spiel fertig gemacht werden. Ich denke, ich werde alle paar Tage mal ein Level spielen und das dann einfach so hochladen. Es gibt weitere Komplikationen. Irgendein CIA-Sicherheitsfuzzi labert Wikes und Baxter zu. Wie hat er sie entdeckt? Sie hatten sich nicht versteckt. NSA-Anwesenheit ist in Langley legitim. Das einzige Problem sind Dougherty und ich. Genau. Ein Spezialagent-Ninja mit einem bewusstlosen Büroaffen auf der Schulter dürfte recht irritierend wirken. Bleib unentdeckt. Okay, ich soll irgendeinen Typen kampfunfähig schlagen. Was ist das für ein komisches, ekelhaftes Geräusch? Wer sind Sie? Okay, nee, das ist nicht gut. Ich würde mal sagen, ich lasse Dougherty kurz hier. Ja, perfekt. Dann gehe ich mal im Alleingang auf Spurensuche. Was war das? Tun Sie! Nee, das war nicht so gut.
Endeffekt muss ich zwar beide ausschalten, aber der Typ da interessiert mich eigentlich nicht, sondern nur der da. Ist der hier? Oh mein Gott! Das darf nicht. Ach, fuck. Versuchen wir es wieder mit der Haftkamera. Kann ich das irgendwie ausstellen, dass die Haftkamera losgeht? Was ist das? Nichts. Cool. Was ist denn mit dir passiert? Was da? Ich darf gar keinen Alarm auslösen. Was war das? Da wiederum habe ich nichts gegen, wenn der Typ jetzt nachgucken kommt. Ja, so geht's auch. Das ist sogar eigentlich noch ziemlich... Das erschreckt mich immer total, wenn die nochmal dann doch irgendwie reagieren. Kann ich die bitte wieder mitnehmen? Perfekt. Ja, gut, dann ist der weg. Brauche ich mich jetzt nur noch um den komischen Sicherheitsbeamten kümmern. So, hier da kurz nach hinten. Ist er da? Nee, da ist hell. Ja. Nee, wieder zu hell hier. Gut, dann bleibst du da liegen. Habe ich nichts gegen. Gut, dann müsste da nochmal genau nochmal einer sein. Oder wo steht der? Zeigen Sie sich! Nein, ich darf. Wenn ich Alarm auslöse, dann reagieren die leider nicht. Also dann funktioniert die. Hallo? Was ist das denn? Funktioniert. Da hinten war etwas. Nee. Ist da jemand? Wer ist da? Zeigen Sie sich seltsam. Was? Ach, Mano. Gut, versuchen wir es anders. Ist da jemand? Was geht hier vor? Wir haben hier einen... Vielleicht treffe ich ihn ja so. Wer ist da? Zeigen Sie sich! Hallo? Was geht hier vor? Nur keine Panik! Verdammt! Haltet ihn auf!
ist das? Ja, komm gucken. Eindringling! Da hinten war etwas. Wir haben hier einen Eindringling. Was ist das? Fuck. Wer ist da? Zeigen Sie sich! Natürlich habe ich jetzt nichts mehr, was ich sonst noch irgendwie gebrauchen könnte. Und umbringen darf ich ja auch niemanden. Eindringlich. Toll. Oh. Okay. Das Spiel hat mich dann doch lieb, nachdem ich mal ein bisschen nachgucke. Bei den Typen unten? Der ist kein Problem. Ist da jemand? Nur keine Panik. Verdammt, haltet ihn auf. Okay. Wir machen was anderes, wenn er da eh durchläuft. Wer ist da? Zeigen Sie sich! Wir haben hier ein... Gibt's Alarm? Gut. Wenn es nämlich jetzt keinen Alarm gibt, scheiße ich nämlich gerade mal drauf. Und... hol mein eigentliches Opferlein. Also Opfer ist es ja nicht, sondern ich hol ihn ja nur mit. Er ist ja eh einer von uns. Aber er könnte ja was wissen. Jetzt kommt der langweilige Part. Oh, ich kann, während ich den Typen trage, auch gar nicht auf mein Inventar zugreifen. Ich muss ihn ja immer noch schön huckepack die ganze, ja, Schoße hier runtertragen. In der Zwischenzeit rede ich einfach mal über meine kommenden Projekte, so wie sie geplant sind. Ja, ich werde auf jeden Fall erstmal Splinter Cell fertig zocken. Und dann kommt anstelle von Splinter Cell noch ein neues drittes Projekt, da ich Persona mit Andy nicht als komplettes Projekt aktuell zähle, weil ich eben nicht weiß... Fuck. Wie regelmäßig das machbar ist. Jetzt jagt der Typ mir Angst an und dann taucht er nicht... Ach, hof! Ja, das ist jetzt... Nein! Hallo? Was geht hier vor? Nein! Ich bin so ein verdammter Vollidiot. Es tut mir leid. Ist da jemand? Dann mach ich's halt nochmal. Ja, fuck.
Dann werde ich mich nämlich um den unteren dann nicht mehr kümmern, weil wenn der ja eh abhaut nach einer Zeit. So. Ja, 2 Minuten umsonst, aber was soll's. Man macht halt mal Fehler und vergisst zu speichern. Beziehungsweise schnell zu speichern. Aber Hauptsache, ich komme ja irgendwie lebend durch. Ist sowieso total unfair. Die dürfen uns töten, wir sie aber nicht. Ja, wir sind auf derselben Seite. Aber ist die CIA immer auf der guten Seite? Ja, total sinnlose Fragen, die irgendwie tiefsinnig erscheinen, auch wenn sie sie nur teilweise sind. Das ist doch jetzt ein Witz, Leute, oder? Ich krieg das jetzt irgendwie hin. Das war zwar gerade total sinnlos, aber ich hasse das. Wieso lässt er den fallen? Wieso? Kann ich ihn da irgendwie drüber fallen lassen? Nee, kann ich nicht. Okay, ich muss den Typen doch noch ausschalten. Dann gibt die Folge halt ein bisschen Überlänge. Wir haben hier einen Angriff. Komm, brav runter, Kleiner. Kommst du jetzt runter oder nicht? Sag nicht, der rennt da weiter hoch. Hallo? Ach doch, der rennt weiter hoch. Ich dachte, der kommt runter. Ist da jemand? Nee, hier ist niemand, du darfst aber gern runterkommen. Dann schieße ich dich mit einer Haftkamera ab. Finde ich sehr gut, die Idee. Ne, ich habe natürlich nicht getroffen oder ich kann ihn nicht erwischen, während er... Sie können sich nicht... So. Das funktioniert definitiv, weil er hört mich nicht direkt. Und solange er seinen Satz nur anfängt, heißt das, dass er mich zwar gesehen hat, aber dass es nicht als Alarm gilt. Deshalb alles noch tutti frutti paletti und ich fange schon wieder mit irgendwelchen Sachen an, die ich eigentlich gar nicht sagen will. Weil ich irgendwas sagen will, während ich faile. Und mein Handy nervt mich, weil das... Erst sagt es mir 10 Minuten lang, dass es kein Netz hat und dann ist auf einmal volles Netz. Wo ist da der Sinn? Gut, wir watscheln in Schrittgeschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich hier jedes Dreirad und Bobbycar schneller. Aber mit Schritt für Schritt weiter. Na, wer erkennt das? Ich weiß, ich schaff's. Ich weiß, ich schaff's. Oder ich weiß, ich kann's. Ich weiß, ich kann's. Wer erinnert sich daran noch? Thomas, die kleine Lokomotive. Aber die Uralt-Version, nicht diese neue Scheiße da, die irgendwie mit CG-Grafik und so ein Krack. Nee, auch mit den ganzen richtig schönen Holzfiguren und so. Oder, keine Ahnung, ich denke mal, dass die aus Holz waren oder aus Metall, keine Ahnung. Trotzdem cool. Mann, ich dachte, der Kerl geht nie weg. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist er. Schön, euch zu sehen. Und das muss Dougherty sein. Er gehört dir. Hat Lambert dir von Sarah erzählt? Nein. Es geht ihr gut.
Der Blackout hat sie erschreckt, aber es geht ihr gut. Es hat sich aber nicht nur nach dem Blackout angehört. Weird. Naja, Mission erfüllt. Sehr gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder nö, ich... Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich lese das jetzt aber trotzdem schon mal für die nächste Folge vor. Dann brauche ich es nur zu schneiden. CIA Hauptquartier, Langley, Virginia, USA. 1. November, 0 Uhr 59. Verhöre von Mitchell Doherty zeigten, dass er unter der zwanghaften Angewohnheit neigt, Daten auf einem ungesicherten Computer zu horten. So kam es zu Sicherheitslecks. Punkt. Grimms Dottier hatte Datenströme bis zu den Büros von Kalinatec verfolgen können. Da sie dabei entdeckt wurde, ist ein Noteinsatz bei Kalinatec erforderlich.